Werbebanner auf MyDeals, da haben wir in der Vergangenheit eigentlich gesagt, das wird es mit uns nicht geben, im Gegensatz zu vielen anderen Seiten im Internet. Aber irgendwie stehe ich jetzt trotzdem hier und ihr habt bereits die Überschrift gelesen und muss euch verkünden, doch, das wird es künftig doch geben. Und der Hintergrund des Ganzen ist nicht so einfach wie, ja, Pepper möchte mehr Geld verdienen und kriegt einfach den Hals nicht voll. Deswegen werde ich mich gleich auch ein bisschen zurückziehen und unser Gründer Fabian erklärt euch persönlich, was unsere Motivation dazu ist und vor allem, was das langfristige Ziel damit ist, denn, so viel kann ich bereits sagen, das ist eine Erweiterung des Loyalty-Programms, zu dem ich euch neulich schon ein Video gemacht habe. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass ihr persönlich davon auch profitieren könnt und zwar dieses Mal wirklich in monetärer Form und nicht einfach nur mit Amazon-Gutscheinen. Hört euch bitte erstmal detailliert an, was Fabian dazu zu sagen hat und wenn ihr dann noch Fragen oder auch gerne Kritik habt, dann schreibt sie in die Kommentare oder in die Diskussion, die mit Sicherheit auch noch folgen wird, die ich dann unter dem Video verlinken werde. Also wir haben ja in den letzten Wochen schon das Loyalty-Programm gestartet, was hoffentlich die aktiven Mitglieder inzwischen auch alle kennen. Mit dem Silber-, Gold- und Platinum-Status, was verschiedene Benefits mit sich bringt. Unter anderem kann man Amazon-Gutscheine gewinnen, aber eben auch beispielsweise seine eigenen Refer-Friend-Links bei Refer-Friend-Aktionen hinterlegen. Und wir wollen kommenden Monat, also ab Juli, auch eine weitere Stufe starten. Wir nennen das Ganze das Creator-Programm, bei dem es dann die Möglichkeit gibt für ausgewählte Mitglieder, die mindestens im Platinum-Status sind und zusätzlich noch kleinere weitere Anforderungen erfüllen müssen, auch Geld zu verdienen auf MyDeals. Ganz anders als ursprünglich gedacht und damit kommt dann auch sozusagen die zweite Neuerung hinzu, die dann unter Umständen nicht ganz so positiv aufgenommen wird. Und zwar werden wir auch Werbebanner einführen. Und das Konzept ist so, dass der Creator die Einnahmen von dem Werbebanner von den Werbebannern auf ihrem Deal sozusagen selber bekommen. Also die Dealersteller, die bekommen nicht die Affiliate-Provision vom Deal. Das wollen wir nicht. Es geht vor allem darum, dass ihr weiterhin neutrale Informationen bekommt und niemand von den Dealerstellern unter Umständen die Motivation hätte, einen Nachteil wegzulassen, um dann unter Umständen mehr Verkäufe und damit mehr Provision zu generieren, sondern es wird auf dem Deal Werbebanner geben. Das können wir uns auch gleich mal angucken auf ein paar Seiten, wo das schon live ist. Und die Einnahmen, die darüber generiert werden, gehen zu 100% an den Dealersteller, wenn sie im MyDeals Creator Programm sind. Mhm. Und am Anfang wird es auch noch so sein, dass wir zusätzlich noch einen Boost darauf geben. Also die kriegen nicht nur 100% der Einnahmen, sondern deutlich mehr. Aber sozusagen das Versprechen langfristig ist immer, der Dealersteller bekommt 100% der Bannereinnahmen auf deren Deals, wenn du im Creator-Programm bist. Und vielleicht nochmal ein bisschen zum Hintergrund der Idee. Also es gibt eigentlich, ich sag mal, drei große Aspekte, warum wir das Ganze machen. Nummer eins ist, wir sehen, also generell gibt es so eine Art Lebenszyklus eines Nutzers. Man kommt erstmal, irgendwie findet man die Seite über Google, du guckst mal, suchst nach, weiß ich nicht, günstigen iPhone oder was auch immer, da wird der MyDeals ausgespielt, merkst du, ah, okay, ist ganz cool, und dann siehst du vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal bei Google und dann denkst du, ah, okay, MyDeals, das muss ich ja mal im Auge behalten, ich sollte vielleicht hier öfter einfach so vorbeischauen. Dann ist es ein passiver Nutzer, dann denkt man sich irgendwann, ah, cool, ich habe einen eigenen coolen Deal gefunden, den teilt man, wird man vielleicht ein bisschen aktiver, das sind dann schon deutlich weniger Nutzer und dann ganz wenige, also prozentual ganz wenige Nutzer werden sehr aktiv. Und das ist ganz normal im Lebenszyklus aller Nutzer, das ist auf allen Plattformen so, könnt ihr vielleicht auch von euch selber in anderen Communities, wo ihr vielleicht aktiv seid. Es gibt eine Zeit, da hat man viel Zeit, da trägt man mehr bei und dann gibt es eine Zeit, wo man ein bisschen weniger Zeit hat, später im Leben vielleicht, keine Ahnung, man hat einen Jobwechsel, der wird ein bisschen anstrengender oder man zieht ins Ausland, dann hört es auf. Ja? Und das nennen wir sozusagen den Lebenszyklus. Und eine der Ideen dahinter ist, dass wir diesen Lebenszyklus speziell der aktiven Nutzer verlängern wollen. Und die Kombination mit dem Loyalty-Programm ist natürlich, dass wir mehr passive Nutzer in aktive Nutzer verwandeln wollen. Das ist super wichtig, einmal auch im mobilen Zeitalter hier. Ich denke mal, viele hier im Chat haben selber schon mal einen Deal erstellt und die wissen auch, wie nervig es ist, das Ganze auf dem Handy zu machen. Ja, wenn man früher auf dem Desktop noch ruckzuck einen Deal zusammenkloppen konnte mit, weiß ich nicht, guter Beschreibung, hier noch ein Testbericht, dies, das. Auf dem Handy wird es immer schwieriger, immer nerviger. Eigentlich würde man am liebsten nur den Link reinschicken, macht aber nicht so wahnsinnig viel Sinn, etc. pp. Wir haben ja mit den Editor Assistants auch dafür schon ein Level sozusagen eingeführt, um dann noch Informationen
oder mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, Informationen zu einem Deal zu ergänzen, um halt vollständigere Deal-Informationen für alle zu haben, dass du möglichst alle Informationen auf einen Blick hast. Das ist so der Trend Nummer eins. Dann der Trend Nummer zwei ist, dass im Prinzip gibt es auf, wir definieren uns als soziale Plattform, sowas wie Reddit, Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram etc. Ich weiß, nicht jeder agreed damit, aber so sehen wir das. Wir versuchen eine Plattform zu bauen, die Verbraucher und Online-Shops oder Marken auf ein Level stellen, sozusagen. Also bei uns soll es keinen Marketing-Bullshit geben. Wir wollen im Prinzip dem Verbraucher mehr Transparenz bieten. Wir wollen versuchen, dass die Händler sich an unsere Vorgaben halten, die wir glauben, die eine transparente Shopping-Erfahrung sozusagen bieten. Und versuchen sozusagen so ein bisschen das Gleichgewicht zwischen Verbrauchern und Marken und Online-Shops herzustellen. Genau, und der zweite Trend ist, dass eben alle sozialen Plattformen ihren Heavy-Creatern eine Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Und wir sehen das als klaren Trend und haben das ja auch schon mal vor ein paar Jahren mit dem Pepper Expert-Programm probiert. Das war von den reinen Zahlen sehr erfolgreich. Also es hat sozusagen zu deutlich mehr beigetragenen Deals geführt, hatte aber den Nachteil, dass es von der Community nicht so super populär war. Das ist vielleicht sogar freundlich ausgedrückt. Ja. Ich glaube, das lag an einem komischen Missverständnis, muss ich sagen. Aber zum anderen lag es vor allem, ich glaube, an unserer Intransparenz. Es lag an unserer Intransparenz auf mehreren Leveln. Wir haben sowohl den Experts nicht genug Transparenz gegeben, warum welcher Deal wie viel für sie sozusagen eingespielt hat. Mhm. Wir haben mit der Community nicht transparent gemacht, wie wir diese Nutzer ausgewählt haben. Wir haben es rechtlich nicht geschafft, einen fließenden Übergang zu schaffen. Also, dass Nutzer reinkommen können, aber auch Nutzer gehen können. Das war die ursprüngliche Idee. Haben das aber nicht geschafft, in der Zeit vernünftig umzusetzen. Man hätte dann Verträge kündigen müssen. Man hätte wieder neue Verträge aufsetzen müssen mit den einzelnen Leuten. Das war alles sehr kompliziert. Jetzt ein Aal schreibt, ich verzichte auf Provision, wenn der Dark Mode kommt. Du musst nicht drauf verzichten, der Dark Mode wird kommen, aber das ist ein bisschen zurückpriorisiert. Aber es wird jetzt auch nicht mehr Jahre dauern, sondern keine Ahnung. Ich wette vor GTA 6, ja. Aber das hat nicht die allerhöchste Priorität. Okay, so, dass ich nicht ganz den Faden verliere. Also wir wollten auch den Nutzern die Möglichkeit geben, wie es eben auf anderen sozialen Plattformen auch ist, an den Umsätzen der Plattform mitzuverdienen, ohne dass sich für euch, für den Großteil, für die Community und vor allem für ich sag mal so, den einfachen Verbraucher irgendwas daran ändert, à la ich krieg jetzt schlechtere Deals angezeigt oder jemand versucht, den Deal eher so zu positionieren, um mir was zu verkaufen, in der Hoffnung, dass er dann Klicks bekommt. Klicks bekommt, ja. Oder mehr Umsatz verdient. Mhm. Ganz im Gegenteil, also es ist wahrscheinlich eher so, also da es an den Werbebannern, der Umsatz der Werbebanner auf den Deals den Nutzern zugespielt wird, ist es eigentlich eher so, je umfangreicher die Dealbeschreibung ist, je exakter, desto besser wird die Werbung ausgespielt, desto höher ist sozusagen die Werbeeinnahme. Also idealerweise sollte das eigentlich mit den Interessen allein. Ich muss dazu sagen, auf jeden Fall, das ist aktuell Early Access. Wir haben zwar Werbebanner in einigen Ländern, aber wir haben dieses Creator-Programm noch in keinem Land ausgerollt. Das heißt, wir werden da sicherlich auch nochmal links und rechts nachjustieren. Ich announce jetzt eher die Sachen, die wirklich fix sind und fest sind. Genau, also wir werden dann natürlich schauen, dass wenn es irgendwie in die falsche Richtung geht oder sowas, müssen wir dann nochmal nachjustieren. Und der dritte Punkt ist ein eigennütziger Punkt. Und zwar geht es uns darum, unsere Einnahmenquellen zu diversifizieren. Und wir haben ganz klar gesagt, okay, wenn wir Werbebanner einführen würden, da müsste was für die Community dabei rausspringen. Wir würden das nicht einfach so machen. Einige von euch sind technisch extrem informiert und wissen alles. Für die Leute, die nicht ganz so viel wissen, die klassische Werbewelt hat sich in den letzten Jahren die klassische Online-Werbewelt hat sich in den letzten Jahren relativ stark verändert. Ganz ursprünglich kommt das mal alles von den klassischen Werbebannern. So hat alles angefangen, so hat alles funktioniert. Und in den letzten Jahren kam immer ein größerer Druck Richtung Privacy. Ich glaube, auf MyDeals und auf unseren ausländischen Webseiten war das nie ein Problem.
weil wir uns immer, ich würde mal sagen, für das, was möglich ist, extrem eingesetzt haben, möglichst wenig externe Partner einzusetzen. Keine Ahnung, wenn man jetzt beispielsweise auf eine Bild.de oder sowas geht und dann guckst du, was sind da für Cookies, dann sind irgendwie 270, ich weiß es jetzt nicht, viele hundert von externen Service. Mhm. Ich glaube, wir haben 7, ja? Insgesamt. 7 insgesamt. Ja. Eine Bank zum Beispiel hat wahrscheinlich 5. Ja, also wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass wir möglichst sinnvoll alles verstehen können von den Benutzerdaten. Also zum Beispiel mit Google, für Google Analytics hat man seine Daten mit Google geteilt, um zu verstehen, wie viele Besucher sind denn auf meiner Webseite, welche Teile der Webseite besuchen die denn, kommt der wieder, etc. pp. Um sowas zu verstehen, musstest du halt deine Daten mit Google teilen. Machen wir nicht mehr. Wir benutzen kein Google Analytics mehr. Macht uns das Leben deutlich schwerer, aber ist natürlich datenschutzrechtlich und für euch als Nutzer eigentlich die bessere Lösung. Ja. Und aber dieser Drive kommt nicht nur von uns eigenständig, sondern auch von den Plattformen, also speziell von Google und Apple mit Google Chrome und Apple Safari, die Nutzung von Cookies, was die Haupteinnahmequelle unserer Plattform ist, stärker und stärker einschränken. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich heute wird uns etwa die Hälfte, also für die Leute, die das nicht wissen, wie es funktioniert, wir haben Verträge mit, weiß ich nicht, 1500 Händlern oder sowas oder noch ein bisschen mehr, sagen wir mal 2000 in Deutschland oder so, dass wenn ein Nutzer von unserer Plattform zu einem Online-Shop kommt, dann sieht der, ah, okay, der kam von MyDeals und wenn der dann etwas kauft und nur wenn der etwas kauft, dann bekommen wir eine Provision. Für euch wird der Preis dadurch nicht teurer. Einige von euch benutzen beispielsweise Cashback-Portale, dann kriegen wir nichts, sondern ihr kriegt diese Provision im Prinzip selber. Und aber es ist, das kann dann auch schon jeder gut nachvollziehen, der zum Beispiel Cashback-Portale selber mal benutzt hat und eine Nachbuchungsanfrage stellen muss. Da merkt er, ah, okay, dieses automatische Tracking hat nicht funktioniert. Da muss man eine Nachbuchungsanfrage stellen. Und wir können es natürlich nicht machen, weil wir nicht wissen, ob ein Nutzer gekauft hat oder nicht. Ja, und schon in den Fällen, wo Leute darauf trainiert sind, alles richtig zu machen, haut es nur so ungefähr in 88% der Fällen hin. Bei uns sagen wir jetzt so aktuell so, vielleicht kriegen wir 50-60% der Provisionen, die uns in Anführungszeichen eigentlich zustehen würden. Das ist schon mal ein relativ großer Cut. Ja. Es geht jetzt aber weiter. Google und Apple wollen immer weiter das einschränken. Die sogenannten Third-Party-Cookies werden demnächst eingestellt. Das wird weitere Einbußen sozusagen darstellen. Es wird alles komplizierter, sagen wir mal so. Und für uns ist natürlich wichtig, dass wir auch weiter wachsen können als Unternehmen und wollen uns deswegen eben auch weiterhin diversifizieren. Wir haben das ursprünglich mal probiert, indem wir weggehen von sogenannten Cost-per-Order-Geschäft, also dass wir eben bei dieser Bestellung einen gewissen Betrag verdienen oder einen prozentualen Betrag der Provision abbekommen, hin zu einem CPC-Geschäft. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Nutzer rüberschicken, dann bekommen wir eine Provision. Das haben wir sehr stark probiert, das Geschäftsmodell in diese Richtung zu drehen. Und wir arbeiten auch mit einigen Händlern auf dieser Basis zusammen. Ich würde es jetzt mal ein sogenanntes Shared-Risk-Modell nennen, während bei Cost-per-Order-Modellen das komplette Risiko bei uns liegt. Ja, wir schicken, weiß ich nicht, 10.000 Nutzer, davon kauft keiner, dann haben wir nichts verdient. Wir hatten sozusagen in Anführungszeichen das Risiko. Bei einem CPC-Modell teilst du das Risiko. Ja? Wir schicken die Nutzer, werden dafür auch bezahlt und der Händler muss dann aber auch dafür sorgen, dass das Produkt kaufbar ist. Ja? Wenn du nach 50 verkauften Produkten schon fertig bist, aber 10.000 oder 100.000 Nutzer auf das Produkt kamen, dann hat er natürlich relativ hohe Kosten, aber nur 50 Produkte verkauft. Hm. Das ist sozusagen so eine Art Shared-Risk-Modell. Genau, und für uns macht das eben mit Werbebannern eine weitere Säule auf. Wie gesagt, an den Deals der Dealersteller, die im Creator-Programm sind, daran würden wir nichts verdienen. Ganz im Gegenteil, wir würden es höher incentivieren und eben noch mehr bezahlen, als sie verdienen würden. Aber wir haben ja natürlich auch noch Banner auf der Startseite zum Beispiel oder eben auf den Deals von Nutzern, die nicht im Creator-Programm sind, woran dann wir am Ende des Tages verdienen würden. So sind wir besser diversifiziert, haben mehr Geld, um als Unternehmen zu wachsen, um mehr in die Community zu investieren
und um natürlich auch die Zukunft sozusagen sicherzustellen. Okay, das war schon mal eine sehr ausführliche Erklärung zu den Hintergründen. Dann hast du gerade schon jetzt gesagt, es wird Werbebanner auch geben auf der Startseite. Es wird in den einzelnen Deals Werbebanner geben. Ja. Und wer sieht die also Werbebanner? Aber wird das für jeden identisch sein? Nein. Also genau, also das war für uns auch noch ganz klar, dass die Leute, die wir sozusagen als Hardcore-Nutzer definieren für uns, dass die keine Werbebanner sehen würden oder sollten. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch dann wahrscheinlich einen Adblocker haben. Nichtsdestotrotz, für die Leute, die es nicht machen wollen, haben wir gesagt, alle, die im Loyalty-Programm sind, die sehen keine Werbebanner. Und die, ich sag mal, die ganz normalen Benutzer, die nicht signed up sind oder nicht besonders aktiv sind, die sehen die normale Anzahl an Werbebannern. Auch da möchte ich sagen, wir sind selber Nutzer unserer Plattform. Ja? Wir verstehen, was scheiße ist, was zu viel ist, was nicht sein sollte, was nervig ist. Das heißt, wenn man das jetzt mit einer Nachrichtenplattform, der großen Portale Bild.de, Chip.de, Focus.de oder sowas vergleicht, es wird deutlich weniger sein. Wir haben gerade da vorbeigeschaut bei Bild und ich habe zu Alex gesagt, das ist so ein Teilbereich des Internets, der an mir total vorbeigelaufen ist, diese Werbeplatzierung, weil ich halt seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren eigentlich seit ich denken kann, mit Werbeblocker unterwegs bin und jetzt gerade haben wir gesehen, bei Bild.de ist einfach irgendwie so ein Viertel des Bildschirms ist halt Werbung. Genau, also sowas werden wir niemals machen. Das macht auch gar keinen Sinn. Ich sag mal so, es gibt so einen gewissen Grenznutzen, der ist ziemlich schwierig zu bestimmen. Am Ende des Tages wird man so bezahlt, wie oft die Banner angezeigt werden. Deswegen versuchen die Nachrichtenportale natürlich, euch zu so vielen Klicks wie möglich zu führen, um so viele Werbebanner wie möglich anzeigen zu können. Aber zusätzlich auch noch auf einer Seite möglichst viele Werbebanner anzuzeigen. Wir versuchen einen gesunden Mittelweg zu finden. Wenn du magst, kannst du mal auf pepper.it oder pepperdeals.se gehen. Ja, komm, dann gucken wir direkt mal. Zum Beispiel auf die schwedische oder italienische Plattform, wo es schon leicht ist. Oder vielleicht sogar noch einfacher auf preisiger.at. Auf Preisjäger. Die österreichische Plattform. Dann, also, haben wir auch deutschsprachige Werbung. Genau, dann haben wir auch deutschsprachig. So, jetzt muss ich aber hier erstmal den Werbeblocker ausschalten. Ja, das müsstest du machen. So, ja. Jetzt hier hat es auch geklappt. Ja, also, genau. Da sind wir auch bei Preisjäger. So, links und rechts also. Genau, links und rechts. Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt hier nicht die typische Betrachtungsweise. Der durchschnittliche Nutzer kommt auf dem Handy, auf unsere Plattform. Der entscheidende Punkt ist eigentlich, was passiert auf der mobilen Lösung und auf der mobilen Anwendung. Wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, haben wir hier rechts noch einen Banner. Ich glaube auch ganz okay. Und dann hier. Genau, und auf den Deals gibt es das gleich eben auch nochmal in Seiten und zwischendrin. Ich glaube, das ist minimalinvasiv. Minimalinvasiv ist es sicherlich nicht, aber ich sag mal, im Vergleich zu anderen Webseiten ist das absolut normal. Ja. Mir fällt jetzt spontan keine andere Webseite ein, wo es keine Werbebanner gibt, was ein Unternehmen ist. Also es ist eigentlich ganz normal. Siehst du, da wird zum Beispiel gar keine angezeigt, wahrscheinlich, weil es nicht genug Kommentare gibt. Okay, das heißt. Oder nicht genug Inhalt, dass sozusagen der Werbebanner weiß, worum es sich dreht. Ganz kurz nochmal technisch, also wir reden von, auch für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht gesehen haben in der Bildschirmübertragung, wir reden von diesen sogenannten Skyscraper-Bannern, die halt länger sind, also die höher sind, als sie breit sind und die links und rechts vom Hauptcontent sind. Also sie sind, was das angeht, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Autoplay-Video-Ads, wie du sie auf Chip.de oder auf Focus hast, und auch keine Pop-Ups und sowas. Keine Takeovers. Ja. Wir versuchen uns an die Werbeformate zu halten, die sozusagen, das meinte ich vorhin mit dem Grenznutzen, die möglichst viel Umsatz bringen, aber möglichst wenig invasiv sind. Ja? Wenn man jetzt noch 3, 4 mehr Banner drauf klatschen würde, ja, dann würdest du mehr verdienen, aber im Verhältnis, sagen wir mal, also das wird jetzt sehr professionell, aber im Prinzip errechnet sich das immer über einen 1000er Kontaktpreis. Ich glaube, das haben einige Leute schon mal gehört von ihren Lieblings-YouTubern, die irgendwie ein TKP von, weiß ich nicht, 12 Euro oder sowas haben. Bei uns wird sich das deutlich leider woanders abspielen, weil es halt eben keine Videowerbung ist, sondern wie viele 1000 Kontakte erreicht ein Partner? Und dann springt der Preis so von irgendwas, sagen wir mal 50 Cent bis 12 Euro im absoluten Maximum, was dann so ein Pre-Roll-Banner auf YouTube beispielsweise wäre. Es geht vielleicht auch nochmal höher, 20, 30, 40 Euro. Das ist dann eher so Alex-Spezialität, wo es dann um Branding, um große Branding-Kampagnen oder sowas geht. Nicht bei uns, aber in seinem früheren Job logischerweise. Ah. Genau. Und
Du errechnest den sogenannten eCPM, also durch die Anzahl der Banner erhöht sich dein durchschnittlicher 1000er Kontaktpreis. Logischerweise, wenn du nur einen Banner anzeigst, hast du beispielsweise 1 TKP. Wenn du dann 2 Banner anzeigen würdest, würde man denken, ah, dann hast du ja 2 Euro TKP. Mhm. Aber das stimmt nicht ganz, leider, weil das System ist nicht so super effektiv. Nur mal beispielhaft, mit 2 Bannern wäre es dann zum Beispiel 1,50 Euro, mit 3 Bannern wäre es dann beispielsweise 1,60 Euro. Diese Zahlen stimmen nicht hundertprozentig, aber um mal ein Beispiel von dieser Grenzeffektivität zu geben. Weil die Banner sind dann eben nicht mehr gleich sichtbar, werden nicht gleich oft angezeigt, haben unter Umständen nicht die gleiche Größe, all sowas etc. pp. Ja, und deswegen haben wir jetzt eine ganze Weile lang auf Mexiko, auf Promo Descuentos, wo es schon immer Werbebanner gab, rumgetestet, ein bisschen rauszufinden, was denn die sinnvollste Lösung an Menge von Werbebannern, wo der Verdienst dann sozusagen auch in einem vernünftigen Verhältnis steht. Dann kam jetzt gerade schon die Frage, ob wir da überhaupt Einfluss drauf haben. Jetzt wird hier gefragt, wird nur AdSense verwendet oder auch andere? Also wer ist denn der technische, wer liefert denn die Werbebanner überhaupt? Genau, inzwischen ist das ist auch hohe Mathematik inzwischen geworden. Also es gibt immer sogenannte Werbenetzwerke, die haben dann alle nochmal spezielle Namen, wie die unterschiedlich funktionieren. Aber die allerbekanntesten ist Google AdSense, das Werbenetzwerk von Google. Das zweitbekannteste oder zweitmeistgenutzte wäre wahrscheinlich das Werbenetzwerk von Yahoo. Kennt man gar nicht mehr, aber dadurch, dass sie sehr früh dabei waren, sind die relativ stark. Dann gibt es natürlich noch Google Bing, die auch versuchen, ein eigenes Werbenetzwerk aufzubauen. Microsoft Bing. Habe ich Google Bing gesagt? Ja, sehr gut. Macht nix. Ein anderes bekanntes Werbenetzwerk, was vielleicht einige von den Börsenaficionados hier drin haben, ist The Trade Desk, die auch sowas aufgebaut haben. Und im Prinzip funktioniert das so, du bündelst die alle zusammen, also du bündelst alle Netzwerke über ein anderes Werbenetzwerk und du lässt die alle gleichzeitig bieten. Das heißt, du sagst, hey, ich habe hier einen Webseitenaufruf in Deutschland auf beispielsweise, der Inhalt ist Elektronik. Ja? Und dann, das funktioniert alles komplett automatisch, das nennt sich Real-Time-Bidding, bieten die einzelnen Werbenetzwerke darauf und sagen, okay, dafür zahle ich 80 Cent für den Banner. Dann sagt Yahoo, okay, ich zahle 90. Dann wird ein Werbebanner von Yahoo ausgespielt. Also kann quasi der Inhalt dynamisch oder der Inhalt der Werbebanner dynamisch ausgespielt werden, basierend auf dem Inhalt, den wir dem Werbenetzwerk quasi liefern. Also korrekt. Das Werbenetzwerk kann erkennen zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das, weil gerade gefragt wird, SFW. Nehmen wir mal das Beispiel, dass wir einen Eis.de-Deal bei uns haben. Ja. Kriege ich dann da möglicherweise Viagra-Werbung angezeigt? Das könnte durchaus möglich sein. Ich weiß nicht, ob Viagra-Werbung in Deutschland erlaubt ist. Ah, okay, ja gut. Aber, also, aber Amorelie könnte einen Werbebanner schalten. Also beziehungsweise es könnte sein, dass du einen Amorelie-Werbebanner auf dem Eis hast. Amazon auch. Navidorf hat es gerade noch gesagt, Amazon ist inzwischen, glaube ich, das drittgrößte Werbenetzwerk, hat absolut recht. Oder vielleicht inzwischen sogar das zweitgrößte Werbenetzwerk. Amazon ist natürlich auch mit einer der Partner. Fiefermann, genau, da kommen wir auch gleich noch zu. Wie das ausgezahlt wird und was man dafür machen muss. Vielleicht ganz kurz noch, also weil wenn ich so höre, wir haben da eigentlich keine Kontrolle, dann bin ich immer so ein bisschen skeptisch und habe auch direkt natürlich, also jetzt nicht nur Schmuddel-Websites, die ja also sich noch im legalen Rahmen bewegen, aber ich habe da natürlich auch irgendwie Scam im Kopf. Gerade wenn man mal Produkte gegoogelt hat, also gegoogelt hat wirklich, ne, und dann landet man ja schnell auf irgendwelchen Fake-Websites. Wie können wir denn ausschließen, dass sowas nicht künftig dann bei uns passiert? Weil das wäre natürlich fatal, wenn wir bei uns, wo wir ja auch warnen vor solchen Angeboten, dann plötzlich Werbung für exakt diese Shops auftaucht. Ja, also wir versuchen natürlich, versuchen wir einmal sehr klar und deutlich darzustellen, was Werbebanner sind. Ja? Also du wirst es klar erkennen, die sind in einer separaten Box, die sind separat ausgewiesen. Das ist nicht, also was viele andere Webseiten probieren, ist, die versuchen, die Werbebanner so möglichst nativ wie möglich in den Content einzuarbeiten, auch um hier die Klickrate zu erhöhen, um dann am Ende des Tages mehr zu verdienen. Das werden wir alles nicht machen. Also es ist einmal klar, deutlich, okay, das sind Werbebanner. Ich glaube, 99% der Menschen, die das Internet benutzen, wissen inzwischen, okay, das ist ein Werbebanner, das ist Werbung. Ja? Also es sollte schon mal von unserem Content getrennt sein. Dann haben wir die Möglichkeiten, einzelne Webseiten zu sperren. Die werden wir natürlich auch nutzen, speziell für Fraud und so weiter und so fort. Okay. Wir arbeiten mit einem Werbepartner oder mit diesem Netzwerk, was alle zusammenfasst. Jetzt mal, spielt keine Rolle, wie die heißen, aber sie heißen Publift.
Die machen das unter anderem auch für Ostbargain, was die größte Deal-Community in Australien ist. Mhm. Die haben also schon einiges an Erfahrung damit. Wir werden natürlich probieren, also generell wollen wir natürlich keine Scam-Produkte auf der Webseite, und wenn wir was sehen, werden wir das sperren. Nichtsdestotrotz, das wird man am Ende des Tages nicht hundertprozentig verhindern können, weil es nun mal die Werbebanner sind und diese Scam-Webseiten sind halt super schlau, und das ist so ein bisschen das klassische Katz-und-Maus-Spiel. Okay, dann sollte ich vielleicht künftig MyDeals tatsächlich mal ohne Werbeblocker nutzen, um dann da auch... Da du ein interner Nutzer bist, wirst du eh... Ach, verdammt, ich sehe die ja dann gar nicht. Doch, du wirst die Werbung sehen. Ich sehe die, okay. Na gut. Ja, gute Frage, aber was ist mit Adblockern? War eine der allerersten Fragen, logischerweise. Wenn Adblocker an ist, wird kein Geld verdient, sprich der User, der den Deal erstellt hat, bekommt im Zweifel weniger Geld. Korrekt. Oder anders gesagt, wenn ich einen Deal erstelle, ich bin in dem Programm drin, 100 Leute gehen auf meine, oder 1000 Leute gehen auf meine Seite, haben aber alle den Adblocker an, dann ist es noch ein bisschen so, je nachdem, welchen Adblocker ihr benutzt. Der Werbepartner, mit dem wir arbeiten, der ist Teil des Acceptable Ads Programms. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Adblock Plus oder Adblock.com benutzt, die haben eine andere Variante sozusagen. Das bedeutet, Banner, die nicht besonders nervig sind, die bestimmten Vorgaben entsprechen, die werden gewhitelistet. Also wenn ihr Acceptable Ads anhabt, dann werden auch weiterhin Banner angezeigt. Wenn ihr euren Adblock auf, ich sage mal in Anführungszeichen, maximale Aggressivität eingestellt habt, dass ihr wirklich gar nichts seht, dann werdet ihr auch weiterhin nichts sehen, ja. Und gehen wir da irgendwie gegen vor, so wie YouTube das macht oder manch andere? Nee. Gut, okay. Was ist mit Finanzamt? Gibt es da eine Meldung ans Finanzamt, wenn ich Teil davon bin? Genau, also momentan starten wir als Early Access. Das heißt, wenn du Platino-Mitglied bist und die zusätzlichen weiteren Bedingungen erfüllst, dann kannst du dich darauf bewerben. Und eine der Voraussetzungen ist aktuell, dass du selbstständig bist oder ein Unternehmen hast. Das werden wir mittelfristig definitiv ändern. Aber für die Leute, die aktuell teilnehmen wollen, die müssen dann entweder einmal zum Bürgeramt rennen und für 35 Euro eine Selbstständigkeit anmelden. Dann müsst ihr am Ende des Jahres einmal eine Einkommensüberschussrechnung machen. Also alle Einnahmen, die ihr gemacht habt, alle Ausgaben, die ihr dazu gemacht habt. Wenn ihr euch also beispielsweise ein neues Keyboard für die Arbeit dann kauft, um bessere Deals zu erstellen, dann könnte man die auch absetzen oder einen neuen Monitor oder was auch immer. Das könnte man dann gegenrechnen gegenüber die Einnahmen. Oder ein Porsche Gewerbeleasing. Genau, wir würden erstmal so starten, aber wollen auf jeden Fall kurz- und mittelfristig darauf hinarbeiten, dass wir auch Privatpersonen das ausschütten können. Logischerweise ist das aber steuerlich ein bisschen komplizierter, und wir machen das Ganze ja nicht nur in Deutschland. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen mehr Hirnschmalz in den ganzen anderen Ländern reinstecken. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir starten erstmal damit und glauben, dass vor allem in Deutschland ist die Hürde da meiner Meinung nach relativ niedrig. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Mhm. Aber in Deutschland ist es die Selbstständigkeit wirklich sehr günstig, und die Steuerabrechnung, die ihr dann auf jeden Fall machen müsst, ist aber auch sehr, 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 sehr einfach, weil bis 18.000 Euro ist das. Kleinunternehmerregelung. Ja, noch bis 26.000 Euro reicht die Einnahmenüberschusskostenrechnung. Und selbst wenn es darüber hinausgehen sollte, im ersten Jahr machst du eine Einnahmenüberschusskostenrechnung. Und ich sag mal so, wenn es darüber hinausgehen sollte, dann lohnt sich wahrscheinlich auch der Aufwand. Das stimmt. Können wir denn irgendwie grob schon mal beziffern, was da überhaupt zusammenkommen könnte? Ich meine, wir haben ja interne Daten, was so die Aufrufzahlen von einzelnen Deals sein können im Extremfall, was die Durchschnittsaufrufzahl ist. Das wird ja mit Sicherheit mal jemand durchgerechnet haben, was da so bei den absoluten Hardcore-Usern rumkommen könnte. Ja, also es ist, ich werde jetzt mit Absicht sozusagen keine Zahlen nennen, weil wir in den unterschiedlichen Ländern wahrgenommen haben, dass die tatsächlichen Umsätze doch sehr stark von unseren ursprünglichen Erwartungen abweichen. Okay. Sehr stark nach unten abweichen. Alles klar. Deswegen würde ich jetzt aktuell noch keine konkrete Zahl nennen. Aber beispielsweise meinte jemand, die 35 Euro für die Gewerbeanmeldung müssen erstmal reinkommen. Natürlich haben wir das so berechnet, dass soll auf jeden Fall gar kein Problem sein. Und das richtet sich ja auch nur an die, ich sag mal, sehr, sehr aktiven Mitglieder. Ne? Aber vielleicht, um es von der konkreten Zahl wegzunehmen, ist es realistisch, dass mittelfristig jemand seinen Job kündigen kann, um nur das zu machen? Das wären meiner Meinung nach die absoluten Ausnahmefälle. Ja? Also okay. Ich glaube, es könnte möglich sein, aber es ist sehr, das sind
wären einzelne Ausnahmeerscheinungen und nicht die große Masse. Und es kommt darauf an, was für einen Job du hast. Und man muss natürlich auch sagen, das Ganze ist eine selbstständige Tätigkeit. Ja, das heißt, da kommen voll Steuern drauf. Mhm. Ist natürlich super cool, weil man auch seine Ausgaben dann eben dagegen rechnen kann und unter Umständen sozusagen so ein bisschen auch sein Hobby mitfinanzieren kann. Aber ja, es ist nur, weil man, keine Ahnung, 5.000 Euro verdient, bleiben da nicht 5.000 Euro bei einem hängen, sondern da kommen Steuern drauf. Ja. Im Übrigen sei auch nochmal dazu gesagt, ne, das ist auch jetzt auch mit der Selbstständigkeit, mit dem, dass man einen Gewerbeschein braucht im besten Fall, bedeutet nicht. Erstens nicht, dass du irgendwie zur Handwerkskammer musst oder sowas. Ne? Das Nein. hat nämlich oben auch jemand geschrieben. Du kannst, ich glaube, mittlerweile nagelt mich nicht drauf fest, in Berlin zumindest sogar online den Gewerbeschein beantragen, musst nicht mal mehr hin. Es ist wirklich extrem einfach. Du musst dann nur eintragen lassen, welcher Zweck. Und das kann dann, weiß nicht, online. Online-Promotion ist immer ganz gut, weil das kann alles und nichts sein. So. Und dann ist das Thema auch durch, dann kriegst du eine Nummer und alles ist gut. Ist im Prinzip auch übrigens genau dasselbe, wenn du jetzt anfängst, einen YouTube-Kanal zu starten und da Absolut. Anfängst, Werbeeinnahmen zu generieren ab einem gewissen Punkt. Das kommt ja auch nicht einfach netto auf dein Konto, sondern ab einer gewissen Summe. Da ist es ja auch so, YouTube, Facebook, diese ganzen Plattformen müssen mittlerweile selbst eBay Kleinanzeigen die Umsätze ans Finanzamt direkt melden, weil natürlich die das auch mittlerweile mitgekriegt haben, dass da Geld verdient wird und darauf achten, dass die Leute das dann sauber abführen. Genau, also es geht vor allem darum, als Unternehmen kannst du nicht so einfach Geld an Privatpersonen auszahlen und vor allem entstehen daraus unter Umständen auch andere rechtliche Verpflichtungen. Und bevor wir das sozusagen watertight haben in allen Jurisdiktionen, wo wir das Programm ausrollen wollen, werden wir uns erstmal nur an Unternehmen, kleine Unternehmen, Selbstständiger sozusagen richten. Voraussetzung für das Programm war noch die Frage. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesehen. Es richtet sich aktuell, also zum Start. Und Start reden wir aktuell übrigens von? Nächster Monat. Also Juli. Also von daher, aber nochmal, also wie, was sind die Voraussetzungen? Du hast gesagt, Hardcore-User, die halt schon genau, also, sehr aktiv sind, mit denen geht es erstmal los. Genau, die Grundvoraussetzung ist mindestens Platin. Es gibt eine Grundvoraussetzung, wie viele Deals du erstellt hast und wie viele Monate du schon Teil der Community bist. Das ist ein weiterer Hintergedanke für uns. Einige von den Nutzern, die sehr aktiv auf der Plattform sind, beschweren sich auch immer darüber, oder nicht immer. Aber es gibt einige, die sich darüber beschweren, dass es teilweise in den Kommentaren auch zu hoch hergeht. Ja, genau, die beschweren sich darüber, dass es teilweise toxisch in den Kommentaren hergeht. Wir versuchen wirklich unser Bestes. Wir haben im Vergleich zu jetzt den anderen großen Unternehmen einen sehr hohen Fokus auf Moderation. Wir machen das sehr stark. Du kannst mit den Moderatoren reden, du kannst mit uns reden. Aber es ist super schwierig, den richtigen Mittelpunkt zu finden. Und es ist noch mal schwieriger, wenn dein Account im Prinzip keinen Wert hat. Ja? Wenn du heute trollen kannst, wenn du morgen trollen kannst, wenn du gebannt wirst, erstellst du einen neuen Account und fängst wieder an zu trollen. Mit diesen Änderungen wollen wir auch dazu beitragen, dass der Account einen Wert hat, dass es sich lohnt, langfristig Mitglied zu sein, dass man im Loyalty-Programm ist. Genau, und Kritik ist super wichtig und gut und genau, Rambo TR schreibt es gerade, Kritik ist wichtig und gut und genau das ist für uns in der Moderation eben diese Schwierigkeit. Oftmals verwechseln einige Leute Kritik mit Beleidigung. Und wer seine Kritik nicht ohne Beleidigung loswerden kann, das ist für uns crazy Arbeit. Ja? Wir können nicht jeden Kommentar dann bearbeiten und hey, du blödes Arschloch, dann noch rauslöschen. Sondern wenn da hey, du blödes Arschloch drin steht, dann ist der komplette Kommentar weg. Auch wenn da gute Kritik drin steht. Und das wollen wir natürlich weiter ermöglichen. Und ich glaube, dadurch, dass dann eben sich die Accounts mehr lohnen und so, dann ist die Hoffnung, dass die Kommentarkultur auch dadurch wieder besser wird. Muss man dazu sagen, ich glaube, hier auf Twitch sehen das die Leute relativ klar. Ne? Hier schreibt auch jemand, komplett löschen und fertig, weil man es natürlich von anderen Plattformen sehr viel strikter gewohnt ist. Jeder Streamer hat seine eigene Schmerzgrenze, für was er Leute bannt. Bei TikTok weiß keiner, was die Gründe sind. Da reicht schon ein falsches Wort irgendwie zu benutzen. Und ich glaube, bei uns ist es noch sehr liberal. Also deshalb verstehe ich da auch teilweise die Kritik nicht, dass irgendwie alles zensiert werden würde. Aber da hat halt jeder eine andere Wahrnehmung. Ne? Und das ist ja, was du meinst. Es ist extrem schwierig, da jedem gerecht zu werden. Ja, Untermann schreibt auch, kenne ich aus Erfahrung. Ramo TR schreibt, kennst du aus Facebook-Gruppen oder anderen Foren. Das ist super schwierig. Ja, wir sind in der luxuriösen Lage, dass wir Gott sei Dank wirklich eine gute Monetarisierungsmöglichkeit gefunden haben und
gutes Geld verdienen und deswegen auch viel Moderation haben, verhältnismäßig wahrscheinlich viel mehr Moderation als manche der großen, keine Ahnung, Facebook, Twitter etc. pro Nutzer gerechnet. Jetzt natürlich nicht absolut gesehen, haben die viel mehr, aber pro Nutzer oder pro hochgeladenem Inhalt haben wir wahrscheinlich eine höhere Moderationsdichte. Ja, vor allem die Antwortzeiten dadurch sind halt signifikant geringer, ne? Also wenn ich, das liegt jetzt auch gar nicht daran, dass wenn ich was melde, weil das sieht für die im Backend, sieht das für jeden gleich aus. Das kommt an dieselbe Stelle. Wenn ich was melde, das dauert maximal eine Minute, bis das bearbeitet ist eigentlich innerhalb der Arbeitszeiten. Genau, also wir versuchen das natürlich so schnell wie möglich zu bearbeiten. Und ich sag mal so, jeder, der mal bei Twitter oder so einen Inhalt gemeldet hat, das kann auch mal gerne eine Woche oder zwei dauern. Sowas gibt es bei uns halt nicht. Oder mittlerweile gar nicht mehr. Und ich weiß, es gibt viel Beschwerden darüber. Wir moderieren zu stark, wir moderieren zu schwach. Oh, wir sind rechts, oh, wir sind links. Das zeigt es halt eigentlich. Also ich habe, glaube ich, das irgendwo auch schon mal geschrieben, weil dieser Vorwurf ja immer wieder kommt. In dem Moment, wo du aus beiden Seiten ungefähr 50-50 attackiert wirst, machst du es aus meiner Sicht eigentlich richtig. Und das, was wir eigentlich erreichen wollen, also von der Kommentarkultur, mein Traum ist, Alex ist von seinen Freunden zu einer Party eingeladen und nimmt mich als seinen Freund mit. Ja, dann haben wir eine gemeinsame Verknüpfung über Alex. Ich habe die Verantwortung Alex gegenüber, dass ich mich nicht wie eine Sau da verhalte. Aber ich kann trotzdem vielleicht ein bisschen offener reden, als wenn ich jetzt zu wem ganz Fremdes gehen würde. Ja? Also wir haben eine Gemeinsamkeit, MyDeals. Wir wollen alle Schnäppchen jagen. Das verbindet uns. Aber wir haben auch eine Verantwortung, uns gegenüber nicht zu beleidigen, nicht schlecht aufzufallen sozusagen. Das ist die Kommentarkultur, die ich mir persönlich eigentlich wünsche, die wir versuchen zu erreichen, ist sozusagen. Du bist der Freund auf der Party von einem Freund. Ja? Am besten nicht in die Ecke kotzen. Oder es dann wenigstens wegwischen. Ja, und vielleicht nicht die anderen Leute so behandeln, wie du deine allerbesten Freunde behandelst, sondern mit Respekt, aber trotzdem locker. Ja? Das ist, finde ich, so der ultimative Zielpunkt. Aber der kann natürlich niemals erreicht werden. Das hat auch jemand weiter oben geschrieben. Das ist im Internet so, speziell wenn es größer ist. Genau, definitiv. Und wir versuchen eben, solange wir es irgendwie machen können, so gut es geht, zu moderieren, um eben genau diese Basis zu schaffen. Und manchmal denkt dann der eine oder andere vielleicht, wir sind rechts, was ich definitiv ausschließen kann. Hier arbeiten Mitarbeiter aus, weiß ich nicht, 40 Nationen oder noch was. Oder wir sind irgendwelche, Ahnung. Wir sind auch keine Kommunisten. Wir sind auch keine Kommunisten, über das Geldverdienen geredet. Genau, also. Am Ende des Tages sind wir trotzdem Kapitalisten. Wir sind auch nicht, entgegen der Gerüchte, die Jan und ich hier regelmäßig streuen, wir sind auch nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert. Ja. Leider. Nicht. Weil da müssten wir uns dann nicht mehr drum kümmern, um Werbebanner und so, da kommt das Geld automatisch rein. Ja, genau. Von euch. Eine Frage kam, die wurde, glaube ich, so ein bisschen beantwortet, Trash-Deals vorbeugen. Ich glaube, da hast du ja auch, du hast ganz am Anfang gesagt, wir haben bewusst uns dafür entschieden, nicht Affiliate-Provision auszuschütten, was ja auch nämlich dann bedeuten würde, dass vielleicht Deals, wo gar kein Affiliate-Tracking hinter ist, gar nicht mehr stattfinden würden. Also dein Pumpermarkt zum Beispiel. Nee, gut, den schreibe ja nun ich und genau, mir ist aber egal. Ähnliche, aber nee, ne? ich weiß, was du meinst. Offline-Deals also, und so würden nicht mehr stattfinden und so. Ja, ich meine, Extrembeispiel, jetzt momentan arbeiten wir wieder mit Amazon zusammen, aber das war ja jahrelang nicht der Fall und trotzdem hatten wir die ganzen Amazon-Deals auf der Seite. Richtig. Und wollten die ja auch trotzdem haben. Ne? Also klar. Selbst wenn wir daran nichts verdient haben, das war ja cooler Content. Und jeder Tesla-Deal. Es sei denn, da... Leider nicht. Nee, nach wie vor nicht. Schade. Meldet euch bei uns, Tesla. Ja, also das heißt, deshalb eben CPM-basierte Incentivierung für die Nutzer und wie verhindert man jetzt trotzdem, dass Trash-Deals entstehen? Ich meine, Die Regeln unserer Plattform ändern sich ja nicht. Also du wirst weiterhin keine Produkte einstellen dürfen, die es woanders günstiger gibt. Hm. Die Community ändert sich nicht. Die werden weiterhin Deals, die scheiße sind, kalt voten. Deals, die gut sind, hot voten. Und natürlich richtet sich das, ich sag mal so, die Temperatur ist ein Faktor. Es ist nicht die absolute Wahrheit über die Qualität eines Deals, aber es ist ein Indikator für die Beliebtheit eines Deals, was auch zum großen Teil auf die Qualität des Deals herrührt. Und so gesehen, du verdienst nicht mehr, wenn ein Deal heiß ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das korreliert, ist extrem hoch. Ja, das ist nicht der kausale Grund, dass der Deal heiß ist,
dass da dann mehr Werbeeinnahmen sind, sondern ist eher die Korrelation, dass natürlich ein guter Deal wahrscheinlich viel öfter geteilt wird mit Freunden, dadurch neue Besucher reinbringt. Wenn der neue Besucher reinbringt, dann sieht es auch Google. Google sieht, okay, der Deal ist sehr beliebt. Die schicken dann auch mehr Nutzer rein, etc. pp. Das ist sozusagen so ein bisschen, wir versuchen, sorry für mein Denglisch, ich bin so tief da drin, ich komme da nicht mehr raus. Ich werde es auch wieder in den Kommentaren lesen. Aber die Incentives versuchen wir sozusagen möglichst gut zu alignen zwischen der Community, zwischen uns und zwischen den Deal-Erstellern, dass da nicht ein Incentive ist, Nutzer zu täuschen oder schlechte Deals einzustellen etc. pp. Und wir glauben, das ist in diesem Fall gegeben. Einen Punkt möchte ich trotzdem kurz einwerfen, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache und möchte da vielleicht auch indirekt jemanden zitieren, der mir vor ein paar Tagen eine PN geschrieben hat. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Ein jahrelang sehr aktiver Nutzer, der unabhängig jetzt von dieser Sache, weil davon wusste er natürlich nichts, aber Jens gesagt hat, da nennen wir ihn Jens meinetwegen. Ja. So, und Jens, nennen wir ihn Jens. Und Jens hat geschrieben, dass er feststellt, dass sich der Ton der der Deal-Ersteller untereinander aus seiner Sicht verschlechtert hat und es mittlerweile in gewissen Bereichen ein regelrechtes Hauen und Stechen ist, wenn es darum geht, beispielsweise, wer stellt einen Deal ein. So. Da haben wir gewisse Beispiele, solche Händler wie Mindfactory mit ihren Mindstars. Ja. Haben immer diese Blitzangebote, die werden alle paar Tage entweder neu wieder eingestellt, dann sind sie kurz mal weg, das heißt, der Deal ist abgelaufen, dann kommen sie dann wieder neu und manchmal sinkt auch der Preis. Und jetzt gäbe es ja laut unseren Regeln tatsächlich zwei Möglichkeiten, sich da zu verhalten. Die Möglichkeit eins wäre, und das ist aus meiner Sicht die, die eigentlich zu bevorzugen ist, ich melde den zuvor abgelaufenen Deal als wieder verfügbar. Das landet bei der Moderation, die schreibt ein Update, der Deal ist wieder aktiv. Großes Problem damit, jetzt in der neuen Konstellation, dann habe ich den Deal jemand anderem ja quasi zugeschustert. Also was nett von mir ist, aber wenn dann da auch noch ein monetärer Anreiz hintersteckt, weiß ich nicht, wie viele sich dann noch entscheiden würden dazu, wenn das selbst jetzt schon mitunter nicht stattfindet, weil sich manche User einfach nicht riechen können. Das ist, momentan ist das so ein bisschen, ohne das jetzt abwerten zu wollen, momentan ist das so ein bisschen Kindergartenniveau einfach, der hat mal das gemacht, deswegen melde ich jetzt seine Deals nicht mehr als wieder verfügbar, sondern stelle sie neu ein. Aber künftig hängt da ja wirklich dann unter Umständen Geld dran. Ja, also am Ende des Tages, ich gucke da vor allem aus der Perspektive der Verbraucher drauf, also der Nutzer. Und natürlich ist es wichtig, dass das Wichtigste ist, dass der Deal online ist. So, das ist die allerwichtigste Quintessenz. Ja. Dass ein Deal als Verbraucher oder als Nutzer der Plattform ist es mir wichtig, dass ich den Deal sehen kann. Als Verbraucher der Plattform ist mir erstmal egal, wer den Deal erstellt hat. Ja. Für uns als Plattform wiederum ist es natürlich wichtig, dass die Nutzer, die sich hier die Arbeit machen, gute Deals mit euch zu teilen, natürlich auch happy sind. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen eine Kombination. Das Problem werden wir nicht lösen können, sozusagen. Also das Problem wird weiterhin bestehen. Aber es ist vielleicht noch mal ein bisschen so, es lohnt sich dann vielleicht auch über eben die Qualität seines Accounts nachzudenken. Ja? Wenn du früher gesagt hast, hey, ist mir doch egal, im schlimmsten Fall werde ich gesperrt, ist jetzt vielleicht halt heute nicht mehr so der Fall, weil du dir denkst, oh, das wäre aber ganz schön blöd, weil dann sind meine Refer-a-Friend-Links nicht mehr in dem Programm, dann bin ich vielleicht nicht mehr auf dem Platinum-Level, dann kann ich nicht mehr am Creator-Programm teilnehmen, dass vielleicht sozusagen auch daraus, das macht das ja auch gerade besonders. So, MyDeals ist die Bundesliga der Dealjäger. Ja, und natürlich bist du nicht gerne auf Platz 2, sondern du wärst gerne auf Platz 1. Ja. Und so ein bisschen das Hin und Her, das macht es natürlich auch ein bisschen aus. Man sollte sich nicht, also ich glaube, man hat keinen Vorteil davon, dass man sich gegenseitig bekämpft oder sonst was. Und natürlich gibt es Deals oder so, ich sag mal, Deal-Kategorien, wie du gerade angesprochen hast, wie du meinst, da wo jeder weiß, da kommt ein Deal. Ja klar, da werden halt 10, 20, 30 Leute darauf warten, um den idealerweise einzustellen. Ja. Für, ich sag mal so, für die Nutzer der Plattform sollte das eigentlich was Gutes sein. Wir müssen halt schauen, dass sich die Leute dann tatsächlich da gegenseitig nicht zerfleischen, ja. Weil das ist ja absoluter Quatsch. Ja. Wenn beispielsweise, sagen wir mal, es würde nur noch einer, man würde sich das sozusagen so aufteilen und nur es würde nur noch einer die Mindstars machen. Ja, was ist denn, wenn der im Urlaub ist oder wenn der nicht da ist? Dann tauchen die auf einmal nicht mehr auf der Plattform. Das wäre ja auch komplett Banane. Also ich glaube, das ist nicht so einfach zu lösen. Wir appellieren an den vernünftigen Verstand.
der User und dass man eben auch der größte Wert, der eigentlich geschaffen wird, das ist tatsächlich der größte Wert, ist die Plattform selber. Ja? Die Inhalte, die Deals, davon profitiert er alle am Ende des Tages am meisten. Also ich würde sagen, ich spare weit über 1000 Euro jedes Jahr mit MyDeals. Weit, weit, weit. Das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen Ausnahme, weil wir natürlich ein Unternehmen haben, auch viele Deals über MyDeals selber kaufen. Aber ich glaube auch, der durchschnittliche Nutzer spart weit über 1000 Euro, wenn er MyDeals benutzt versus wenn er eben nicht MyDeals benutzen würde. Ja. Und das muss man sich nochmal so ein paar Schritte zurückgehen. Und das ist der eigentliche Value. Alles andere ist Boni on top, right? Mhm. So, und wenn man sich dann gegenseitig bekämpft, dann hat man da langfristig gar nichts von, weil dann die Person unter Umständen eben keine Deals mehr einstellt. Interessante Frage kam eben noch, die ich tatsächlich auch noch gar nicht so bedacht hatte. Was passiert denn, wenn Leute falsche Preisfehler-Deals posten, wo innerhalb von Minuten sehr, sehr viele Leute drauf landen, einfach auch durch die Keyword-Alerts, durch die Deal-Alarme, die dann aber nachträglich gelöscht werden? Bedeutet das, wenn ein Deal nachträglich gelöscht, moderiert wird, dass die Einnahmen davon auch verschwinden oder? Also ist ein guter Punkt. Ein Edge Case wahrscheinlich, wie man genau, so sagt. Genau, ist einer der Edge Cases. Auch das ist ein Teil der Einnahmen, aber die großen Einnahmen von diesen Bannern oder kommt am Ende des Tages über die komplette Bespielung. Also wenn irgendwas 1-2 Minuten online ist, dann verdient das, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Cent oder sowas, nicht mal. Wahrscheinlich. Nicht mal. Also das ist dann. Ich glaube, das ist kein echter Use Case, dass es sich lohnt, Fake-Deals einzustellen. Und vor allem, ich halte vor allem die Chance für relativ gering, dass jemand, der im Platinum-Status ist, was ja gewisse Voraussetzungen hat, alleine schon an die Anzahl an Deals, die man eingestellt hat, aber auch an das Alter des Accounts. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass so jemand einen Fake-Preisfehler-Deal einstellt, also auf den er halt selbst reingefallen ist. So, wenn wir natürlich ohnehin jetzt mal unabhängig davon, wenn wir merken, dass jemand aus Absicht irgendwas Falsches einstellt, so, dann ist das wahrscheinlich ein Klick, um dann irgendwie zu sagen, wenn man das verifizieren kann, ja, der fliegt wieder aus dem Programm raus. Ne? Das wäre natürlich die Ultima Ratio. Aber es passiert ja immer mal wieder, dass jemand irgendwie bei Amazon einen dieser Fake-Deals findet und halt glaubt, er hätte einen Preisfehler gefunden. Das versuchen wir auch drüber aufzuklären. Viele haben es irgendwie immer noch nicht auf dem Schirm. Die machen das im Zweifelsfall einmal und dann machen die das nie wieder, weil die halt direkt auch 50 Kommentare kriegen, die entsprechend aussehen und der Deal wird weggelöscht. Und dass das jemand ist, der schon im Diamant-Status ist, Platin-Status, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Senior McLovin sagt, ich habe das Gefühl, ihr unterschätzt die Geldgeilheit eurer User. Ich glaube, wenn die einer nicht unterschätzt, dann wir. Aber es gibt ja, also ich glaube, ein wünschenswerter Effekt ist ja, dass die Leute auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, legale bzw. Ganz normale Wege finden, um den Traffic auf ihren eigenen Deals zu erhöhen. Und auch da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, absolut, die im Moment vielleicht von vielen noch gar nicht so genutzt werden. Also mein Lieblingsbeispiel Kinixa mit seinem PSN-Deals, der immer wieder macht. Wenn da einfach 2-3 Wörter im Titel, in der Headline auftauchen würden, würden alleine durch Google wahrscheinlich schon ein paar tausend Besuche pro Monat mehr auf seine Deals kommen. Kinixa ist ein sehr gutes Beispiel, weil er auch was anderes macht, was natürlich dem absolut in die Karten spielt. Kinixa verlinkt auch quasi unter seiner Dealbeschreibung andere Deals. Auch das wird ein Riesenfaktor werden. Oftmals natürlich seine, aber ich habe mitunter auch schon gesehen, dass User, wenn sie dann beispielsweise eine ausführliche Anleitung erstellen zu, wie kriege ich den Game Pass günstiger, dass sie dann auch mitunter die Anleitungen anderer User wiederum verlinken, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also quasi so Cross-Referencing. Ja. Und das ist natürlich dann, also damit kannst du dir natürlich auch ein schönes Netzwerk aufbauen und dann von einem Deal jemanden zu einem anderen Deal schicken. Und, oder noch besser ist natürlich, also um mal beim Beispiel Kinixa zu bleiben, dem seine Deals werden auch extern extrem viel verlinkt. Ja, also das Spotify-Beispiel oder Argentinien natürlich nochmal komplett ausgenommen, aber um jetzt ein bisschen aktueller zu bleiben, das ist ja durch die komplette Presse gegangen. Das wurde überall verlinkt, in anderen Foren, in anderen Communities, auf tatsächlichen Nachrichtenseiten. Natürlich kommen dadurch dann auch extrem viele Nutzer nochmal drauf. Mhm. Und um nochmal einen Punkt von weiter oben reinzuspielen, der gefragt wurde oder besprochen wurde, genau, am Ende des Tages, ein einzelner Deal wird es eh nicht ausmachen. Und ich bin da voll bei Jan, jemand, der so viel Erfahrung hat, der macht keinen Unsinn. Der verspielt sich nicht seine Reputation und sein Risiko
mit einem einzelnen Deal. Und ich würde auch mir wünschen, dass wir alle öfter mal versuchen, erstmal nicht immer das Übelste zu erwarten. Ich verstehe, warum das menschliche Naturell ist und inzwischen oftmals vielleicht auch berücksichtigt, aber wir sind am Ende des Tages eine Community. Wir sollten allen erstmal the benefit of the doubt geben und nicht davon ausgehen, dass irgendwer irgendwas mit Absicht macht, sondern im Zweifel, dass es nicht mit Absicht war. Shimmy82 hatte weiter oben noch geschrieben, das mit Platin ist fix oder wird das noch aufgeweicht? Nee, das mit Platin ist auf jeden Fall fix und es gibt, wie gesagt, noch 2-3 weitere Einschränkungen. Nicht jeder Platin-Nutzer wird möglich sein, sondern man muss noch 2-3 weitere Hürden überspringen. Die sind noch nicht ganz fix gezogen. Ich gehe da stark davon aus, dass es fast alle Platin-Nutzer sein werden. Mhm. Nichtsdestotrotz wollen wir das da drin haben. Zum Beispiel unter Umständen, dass dein Account mindestens 6 Monate alt ist. Wie viele User werden denn Stand jetzt berechtigt überhaupt in Deutschland? Ein paar hundert. Ich weiß es nicht genau, aber ja. Also es ist schon noch sehr exklusiv, aber es ist deutlich breiter gefächert als das Expert-Programm damals, genau, wo es ja irgendwie 12 oder so waren. Und es kann natürlich auch immer mehr werden. Ja, also theoretisch könnten es auch 500 oder 1000 sein, weil bei Pepper Expert war ja die Idee, dass es so ein fixer Pool ist, wo sich die Mitglieder immer durchwechseln, haben wir ja schon angesprochen, hat leider nicht so funktioniert. Hier ist es anders, es ist ein offener Pool, ja, das könnten theoretisch immer mehr sein. Wenn die Plattform immer weiter und weiter wächst, dann könnten das auch 500 oder 1000 sein. Werden die eigentlich speziell nochmal gekennzeichnet, diese User, oder? Ich glaube schon, ich glaube, die kriegen auch nochmal ein Badge, ja. Okay, dann mache ich mir ja schon jetzt schon ein bisschen Sorge, dass dann wieder diese Klassenkampfdiskussion entstehen wird. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibt da einfach das Platin. Ja, ich also wenn man da noch irgendwie. Ist gut Feedback auf jeden Fall, ja. ich würde es vielleicht lieber beim Platin belassen, dass zumindest so die Ungewissheit besteht, ob jemand was verdient oder nicht. Ich glaube aber, es ist auch, weil jetzt gerade hier Shimmy nochmal sagt, ich glaube, die reine Anzahl der Deals, die du postest, ist nicht so entscheidend. Also viel wichtiger ist die Recency, ja. Also wie oft man in letzter Zeit beigetragen hat. Ich verstehe, dass das ärgerlich ist für die Mitglieder, die sehr lange dabei sind und schon viel beigetragen haben und mit das Ganze aufgebaut. Ich hoffe, du hast trotzdem genug über die Community profitiert. Aber natürlich geht es eher an die Nutzer, die aktuell sehr aktiv sind. Ja, die Stand heute sehr viele Deals teilen und dann hoffentlich auch morgen noch weiter Deals teilen. Aber ich glaube, wenn du dich schon mal auf 1700, 400 Deals hochgearbeitet hast, wird es für dich eigentlich kein Problem sein, auch in relativ kurzer Zeit wieder Platinum zu sein. Steingoblin schreibt, er hat nur 76 Deals und ist auch Platin. Es liegt daran, dass du, genau, also wenn du 2008 Deals geteilt hast, dann in Anführungszeichen zählt das halt nicht ins Loyalty-Programm rein, weil Loyalty bedeutet ja auch, die Loyalität sozusagen zu belohnen. Deswegen heißt das so, genau. Ja. Ja. Für mich macht es jetzt den Eindruck, dass du, auch wenn du gesagt hast, wir wollen uns auch ein bisschen diversifizieren mit unseren Einkommensquellen, aber es macht den Eindruck, als wäre die Einkommensquelle an sich gar nicht das primäre Ziel, sondern eher der konstante Beitrag der Community im Ganzen. Jetzt nicht eines konkreten einzelnen Users, sondern dass wir quasi die Beiträge erhöhen wollen. Also das war zumindest der ursprüngliche Gedanke des Ganzen. Die Idee ist auch schon super alt. Also wir haben ja schon 100-mal darüber diskutiert gehabt und wir hatten es ja mit Pepper Expert auch schon mal. Das war ja eigentlich das Gleiche. Genau, Da haben wir ja sogar im Prinzip drauf gezahlt, weil da kam ja bei uns nicht mehr an, außer vielleicht dadurch, dass mehr Deals geteilt wurden. Natürlich kam am Ende auch was mehr rein, aber es war ja ein Minusgeschäft insgesamt. Absolut, genau. Ich sag mal so, die Diversifikation der Einnahmenquellen ist ein sehr, sehr attraktiver Nebeneffekt. Aber die Idee war vor allem auch, wie schaffen wir, dass wir die Nutzer so belohnen können, dass gute Inhalte bezahlt werden können? Mhm. Und da haben sich die Werbebanner halt eben sehr angeboten. Und ich möchte nicht sagen, dass die Diversifikation der Einnahmenquellen ist definitiv ein super wichtiger Punkt für uns. Das macht es nicht weniger wichtig. Aber der ursprüngliche Idee kam eher daher, genau, wie können wir das denn schaffen, dass man eben auf MyDeals, ähnlich wie auf anderen Plattformen, auch die Möglichkeit haben kann, dass die Hardcore-Nutzer, die Großteil der Inhalte tatsächlich auch erstellen, eben davon mit profitieren können, ohne dass man anfängt, eben Schwachsinn der Community zu empfehlen. Stand mal zur Debatte, das quasi genauso zu machen, aber ohne Werbebanner? Weil ich meine, technisch gesehen könnten wir natürlich auch einfach sagen, wir schütten basierend, also wir errechnen unseren eigenen CP, nee, wie heißt das hier? Tausender Kontaktpreis. Ja, CPM.
CPM, genau, CKP. Dankeschön. Aber theoretisch können wir den natürlich auch einfach intern ansetzen und dann quasi basierend darauf selber was auszahlen, ohne dass in irgendeiner Form Werbebanner geschaltet werden. Ich weiß, du hast gerade gesagt, ist ein netter Nebeneffekt, aber ich sehe jetzt schon, wenn die offizielle Ankündigung dazu kommt, sehe ich jetzt schon vor mir die ersten Kommentare, die sagen, ihr kriegt wieder den Hals nicht voll, ihr müsst unbedingt da noch was rausquetschen. Ja, das ist eine top, also sehr gut, dass wir auch nochmal darüber reden können. Am Ende des Tages ist so ein bisschen die Frage, ja, warum müsst ihr denn immer wachsen? Genau, ja. Das ist auch eine gute Frage, ja. Also darum geht es ja am Ende des Tages. Unternehmen muss wachsen. Wenn ein Unternehmen nicht mehr wächst, dann fängt es an zu sterben. Und das ist genau das Gleiche in der Community. Warum ist das so? Weil, das kennt ihr alle von eurem eigenen Leben, so, ihr möchtet auch, dass euer Gehalt steigt. Wenn die Gehälter der Mitarbeiter steigen sollen, dann muss das Unternehmen mehr Umsatz erwirtschaften. Und dann ist es auch so, dass idealerweise hat man als Mitarbeiter auch irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten. Heute mache ich A, morgen möchte ich B machen. In 5 Jahren möchte ich gerne C machen. Und vielleicht in 10 Jahren stelle ich mir vor, dass ich an Punkt D bin. Das ist alles nicht möglich, wenn die Firma nur aus 10 Leuten besteht. Dann hat man andere Vorteile in einer kleineren Firma. Da ist es gemütlicher, vielleicht kennt man sich alles ein bisschen besser. Aber du hast halt eben nicht die Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter da. Dann kriegst du unter Umständen nicht die Mitarbeiter, die du eigentlich haben möchtest oder die du idealerweise sozusagen einstellen wollen würdest, wenn du all das nicht bieten kannst. Das heißt, für ein Unternehmen ist eigentlich, so absurd es klingt, aber ist Wachstum ein extrem wichtiger Teil. Und für die Community ist es fast noch wichtiger, das sage ich auch immer wieder. Es gibt einen Zeitraum in deiner Lebensphase, wo du Zeit dafür hast, in der Community teilzunehmen. So, für manche Leute wird das immer sein, das ist halt dann einfach deren Hobby. Aber für die meisten Leute ist es beispielsweise die Zeit während des Studiums und kurz danach. Ja? Nur mal als um jetzt mal eine Persona darzustellen. Ja. Und wenn die Community eben nur aus diesen, sagen wir mal, Studenten besteht, die dann eine gewisse Zeit haben, wo sie viel beitragen und dann irgendwann sind sie im Job und können nicht mehr so viel beitragen und da keine neuen Mitglieder reinkommen, dann stirbt die, weil die Leute keine Zeit mehr haben, um beizutragen. Das heißt, es müssen immer neue Studenten reinkommen, die wieder Zeit beitragen können, um dann eben diese alten Studenten abzufangen. Das ist ganz ähnlich wie tatsächlich auch in der Gesellschaft mit der Alterspyramide. Die Community darf nicht überaltern, sonst fängt sie an zu sterben. Und genau das Problem haben wir auch in unserer Gesellschaft. Ganz extrem sieht man es in Japan. Wenn eine Gesellschaft überaltert, dann fängt die an, langsam auszusterben. Oder wir müssen die Rentner als Dealersteller rekrutieren. Die haben ja eigentlich auch wieder Zeit. Oder wir, ist tatsächlich auch so. Es ist so ein bisschen so eine Kurve, die dann hinten wieder hochgeht. Nicht so. Also ist jetzt für die zuhören, ich mache hier gerade so eine Badewannenstruktur. Aber tatsächlich ist es so, dass dann über 60 die Nutzerschaft auch tatsächlich wieder ein bisschen steigt, die sogenannten Silver Surfer. Propagandabeef schreibt gerade hier, MyDeals zu alt? Fragezeichen, ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, wenn man sich mal bedenkt. Wir haben letztes Jahr hier gesessen, glaube ich, Fabi, oder was schon vor 2 Jahren, und haben 15 Jahre MyDeals Special Edition Podcast aufgenommen und haben da im Intro, sind wir mal durchgegangen, wie die Welt vor 15 Jahren aussah, also im Jahr 2007, ja, ist crazy, als MyDeals gegründet wurde. Kein iPhone. Kein Spotify, kein Smartphone. iPhone. Also welche großen, heute selbstverständlichen Plattformen es damals noch gar nicht gab. Ja, und andersrum, kein Facebook in Deutschland. Andersrum, stimmt, kannst du aber auch sagen, welche großen Plattformen oder Communities es damals gab, die heute längst ausgestorben sind und weg sind. MySpace, diverse Foren, also ganze Forenkultur. Ja. Es gibt noch so ein, zwei, Reddit vielleicht jetzt irgendwie so als das Sammelbecken von dem, was früher ein einzelnes Forum gewesen wäre, weil die einfach alles vereinen, aber das war es auch. Also ich war selbst früher sehr aktiv in einem bestimmten Forum, was so einen gewissen Themenbereich abgedeckt hat. Das ist heute tot, de facto. So, ja. Das hat sich vielleicht auf Discord verlagert mitunter. Da mag das noch so ein bisschen existieren, aber das ist auch ein sehr nischiges Ding geworden. Ja, Facebook-Gruppen hat, glaube ich, einen ganz großen Beitrag dazu getragen, dass Foren tatsächlich ausgestorben sind. Telegram. Google hat einen wahnsinnigen Beitrag dazu getragen. Google schickt keine Nutzer mehr in Foren. Wenn du keine neuen Nutzer bekommst, dann ist vorbei mit der Community leider. Mhm. Das ist, ich sehe das sehr kritisch. Ich glaube, ich als Nutzer möchte
echte Nutzererfahrung bekommen. Ich möchte nicht von einer Redaktion irgendwas Vorgeschriebenes haben, weil ich vielen Redaktionen nicht traue. Es gibt einige Redaktionen, die haben eine sehr gute Arbeit gemacht. Artings in Kanada beispielsweise macht fantastische Arbeit. Mhm. Marques Brownlee auf YouTube macht fantastische Arbeit. Man sucht sich dann einzelnen Leuten, denen man vertraut. Aber ich persönlich möchte halt eigentlich Nutzererfahrungen sehen. Und leider hat da Google relativ stark dagegen gearbeitet. Ja, und deswegen hat sich das halt so über die Jahre gewandelt. Deswegen müssen wir uns auch stetig weiterentwickeln. Und es gibt immer diesen netten Satz, never change a running system. Ist leider komplett falsch im Internet. Wenn du never change a running system machst, dann ist es leider vorbei. Du musst dich konstant weiterentwickeln, immer mit den Trends mit dabei sein. Du musst auch ab und zu mal Fehler machen. Idealerweise schnell die Fehler erkennen und dann wieder korrigieren. Aber ja, einfach never change a running system. Doesn't work. Oder wie ein weiser Mann mal gesagt hat, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja. Also auch da, ne? Konfuzius. Wenn man sich, und das ist ja auch Teil der Wahrheit, viele andere Community-Produkte, sei es ein Reddit, sei es ein Discord, sei es ein TikTok, sei es ein Instagram, haben ja auch diese Incentivierungsmechanismen in den letzten 2-3 Jahren eingebaut. Ja. Und du hast gerade gesagt, wenn man jetzt neue Generationen von Content-Erstellern, und am Ende des Tages sind wir als Deal-Ersteller ja auch eine Art von Content-Erstellern, in der Generation ist das gelerntes Verhalten, okay, wenn ich mir irgendwo Mühe mache und Content erstelle und mir Mühe bei dem Content gebe, habe ich irgendwann die Möglichkeit, da finanziell dran zu partizipieren. Genau, also das Prinzip bei YouTube ist es genauso, du kannst auch nicht von Tag 1 einfach Geld verdienen, sondern musst dich bei Twitch genauso. Es gibt immer Einstiegshürden. Nochmal zurück, vor 15 Jahren war es völlig normal, da haben wir alle das Internet gerade entdeckt und jeder fand es geil, einfach irgendwie Content selber erstellen zu können, das andere lesen, und dann war deine Währung, deine Belohnung war, Kommentare zu kriegen. Irgendwann später dann waren es die Likes und die Shares und so weiter. Aber mittlerweile hat es sich halt dahin gewandelt, dass jeder verstanden hat, dass du im Internet natürlich auch Geld verdienen kannst, ohne gleich eine eigene Webseite programmieren zu müssen. Ja. Und da kommen noch zwei, also einmal noch mal ganz kurz, Just Chillin' will wissen, ob das ein Fußforum war, immer noch. Ein Fußforum? Ja, ja. Jetzt tu nicht so. Was ist denn ein Fußforum? Ja. Und dann schreibt Sondereigentum, langfristig werden Foren durch KI-Support ersetzt. Das ist halt auch noch ein riesiges Problem, an dem wir auch unbedingt arbeiten müssen. Inzwischen ist es tatsächlich so, also viele der Inhalte, die ihr lest, sind KI-generiert. Und das Problem ist, die lernen ja von den Inhalten, die im Internet stehen. Ja, das ist so ein bisschen dieses Shit-in-Shit-out-System. Aktuell noch nicht, aber irgendwann fressen die ihr eigenes Zeug. Und das wird unter Umständen ziemlich problematisch. Aber was heute problematisch ist, ist, du denkst, du liest irgendwas von einem Redakteur und in Wirklichkeit liest du halt irgendwas von einer KI geschrieben ist, was unter Umständen gut sein kann, aber was definitiv bedeutet, dass diese Person oder diese KI das Produkt nicht in der Hand hatte und keine echte eigene Nutzererfahrung schreibt. Und sie wird es so darstellen, die Webseite werden es so darstellen, als ob es eine eigene Nutzererfahrung wäre und als ob sie das Produkt wirklich da gehabt hätten. Und deswegen wird es für uns super wichtig. Wir haben echte Nutzer. Wir sehen es hier im Chat. Leute, die kommentieren bei uns in den Kommentaren. Leute, die kommentieren, die eine Historie haben, die Produkte haben. Es wird so, so, so wichtig darzustellen für die Leute. Das sind echte Nutzer. Echte Nutzer. Nicht fake KI-generierte Kommentare, die dir irgendwie Scheiße empfehlen, die darauf trainiert sind, am Ende des Tages Produkte zu verkaufen, weil sozusagen das Interesse der Webseite so ist. Da kann man eigentlich nur hoffen, um nochmal das Thema Google anzusprechen, weil Google ja letztlich darüber entscheidet, wo Traffic hingespielt wird, dass Google das auch zeitnah erkennt, dass es da eine massive Diskrepanz zwischen den Inhalten verschiedener Websites gibt und, um es jetzt mal eigennützig zu sagen, vielleicht uns dann auch so ein bisschen höher stellt als vielleicht manche andere Website, weil bei uns halt wirklich die echte Nutzererfahrung noch zu finden ist. Ja, die haben, also das Google behauptet das, dass sie das tun würden, aber sie können es nicht. Sie können es aktuell tatsächlich nicht. Weil sie nämlich selber mit KI hingehen und versuchen, das rauszufinden. Korrekt. Und also die KI versucht rauszufinden, wer ist die KI. Genau. Und aktuell ist es so, dass sie tatsächlich einige der Updates, das ist das erste Mal so, oder vielleicht war es schon immer so, oder den Job gab es schon lange. Es gibt sogenannte Quality Checker bei Google.
Personen, die auf Webseiten gehen und sagen, ob die Qualität der Webseite gut oder schlecht ist. Hm. Und das versuchen sie aktuell stärker auszurollen. Und die machen Fehler ohne Ende. Um mal ein Beispiel zu nennen, RetroDodo, eine Webseite, wo es um Retro-Handhelds geht. Die haben auch einen sehr aktiven YouTube-Kanal. Wenn du was darüber wissen willst, das ist die beste Quelle. Das sind Leute, die haben alle Retro-Handhelds. Es geht um diese Ember-Nick und wie die nicht heißen. Ja. Die Community kennt die. Und Google hat gesagt, ja, das ist schlechter Inhalt. Ihr seid jetzt tot. Die kriegen im Prinzip keine Nutzer mehr von Google. Die können ihre Webseite abstellen. Das hat der CEO dazu vor kurzem auch einen Post auf Twitter gemacht, wo sie gesagt haben, sie kriegen keinen einzigen Besucher mehr von Google. Oh, krass. Die haben das Glück, dass sie eben noch über YouTube eine Einnahmequelle haben. Aber ich glaube, die haben 4 oder 5 Redakteure. Und eine große Einnahmequelle war natürlich auch die Webseite. Ja, das ist super crazy. Google versteht es aktuell nicht. KI ist ein crazy, crazy, crazy Problem, dem wir alle noch nicht so richtig gewappnet sind. Und gerade was Information, Informationskorrektheit, Informationsquellen, wo stammt diese Information eigentlich her? Mhm. Das wird total spannend werden in Zukunft. Rambo fragt, wie genau geht das mit Google? Bitte um kurze Erklärung. Mal ganz kurz Google zusammengefasst. Ich glaube aber, was natürlich das auch offenbart ist, was wir vielleicht die letzten 20 Jahre so ein bisschen verdrängt haben, was für eine krasse Marktmacht Google hat und von heute auf morgen, weil sie glauben, sie machen jetzt die Qualität ihres Inhaltes besser, komplette, ich will jetzt nicht sagen Industrien, aber mit Sicherheit einige hunderte Firmen von heute auf morgen einfach trockenlegen können und in die Insolvenz treiben. Und Lone Jay fragt, wann postet er denn bei MyDeals? Tatsächlich war das auch mal so eine der Ideen, wo wir so ein bisschen mit Blockchain rum überlegt hatten. Weil so eine Idee rauszufinden, nicht die Identität der Nutzer. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass ihr weiterhin in Anführungszeichen anonym seid oder eine Internet-Identität habt. Mhm. Aber irgendwie nachprüfen zu können, welche Produkte ihr tatsächlich besitzt. Ja, wenn mir jemand nachweisen kann, hey, der hat wirklich eine, weiß ich, Fuji 6100, dann ist natürlich die Erfahrung zu einem Fuji 6100-Deal deutlich mehr wert als jemand, der die nicht hat. Der nur rumtrollt und behauptet Schrottprodukt, weil er eine Canon besitzt oder so. Genau, genau. Was ja auch interessant sein kann, der dann halt sagen kann, okay, dann ist zumindest die Kommentare über Canon-Produkte von ihm sind dann wieder richtiger. Aber das war ein bisschen zu, also das wäre eine komplette Produktinnovation und Veränderung gewesen. Und man bräuchte dafür auch nicht unbedingt die Blockchain, aber es wäre halt nett, nachweislich sozusagen eine Art Identity von seinem Produktinventar zu haben, was man dann auch anzeigen kann. Mhm. Es sind dann auch so Ideen, worüber wir nachdenken, dass man vielleicht im Profil noch seinen Steam-Account connecten kann oder seinen Strava-Account oder so andere Dinge, die dein Knowledge sozusagen verifizieren. Mhm. Ja, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, 100.000 Kilometer bei Strava hat, okay, dann wird er wahrscheinlich relativ viel Ahnung über Laufschuhe oder Fahrräder haben, je nachdem, wofür er das benutzt. Oder wenn jemand, weiß ich nicht, 500 Stunden in seinem Steam-Account, 500 ist nicht viel, keine Ahnung, 50.000 Stunden in seinem Steam-Account hat, dann werden wohl seine Reviews zu Games oder seine Erfahrungen zu Games ein relativ hohes Gewicht haben. Dann hat er vor allem sehr viel Zeit, dann können wir ihn sehr gut rekrutieren für den Platin-Status. Andi Abi sagt, die Diskussionen in den Kommentaren waren oft hilfreicher als der Deal selbst. Ja, das ist genau der Punkt. Also echte Nutzererfahrung, die du bei Amazon leider auch schon lange nicht mehr findest, kann ich voll bestätigen. Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ja jemand, ich tätige gerne Impulskäufe und möchte da auch so ein bisschen von weg, mache es immer noch, aber ich bin froh über jeden Deal, der mich davon abhält, einen Impulskauf zu tätigen, wenn ich die Kommentare lese, weil absolut, ich dann direkt irgendwie vorgehalten kriege, das und das sind die Haken und ich mir dann denke, ah okay, ja dann vielleicht lieber doch nicht. Ich glaube, das ist auch eine komplett normale Evolution über, ich sag mal in Anführungszeichen, das klingt jetzt blöd, erwachsen werden, aber übers Alter werden, ja. Wenn man erstmal in den Job kommt, dann hast du auf einmal Geld, hat man Grown-up-Money, dann kauft man sich die ganzen Sachen, die man eigentlich immer haben wollte, aber vielleicht nicht den allermeisten Sinn machen. Dann über Zeit hat man irgendwie alles, ja, du hast einen tollen TV, du hast, weiß ich nicht, den Computer, den du dir schon immer gewünscht hast. Und dann geht es irgendwie hin so zu, ich sag mal, für mich ist das dann viel interessanter, so ich möchte ein Produkt haben, was idealerweise ein Leben hält. Mhm. So, ich möchte es einmal kaufen, ist bei Elektronik natürlich super schwierig, aber bei einigen anderen
Und dann darf das auch deutlich teurer sein im Verhältnis, weil ich sag mal, der Cost per Use ist halt deutlich niedriger, weil das Produkt dann halt viel, viel länger hält. Und das wird sicherlich auch einige vielleicht sich da drin wiedererkennen. Hast du ein Beispiel persönlich? Was war ein Produkt, wo du gesagt hast, da gebe ich jetzt mehr Geld für aus, weil ich das also, ein Leben lang nutzen will? Das klassische Produkt ist meiner Meinung nach zum Beispiel so ein Stuhl, wo man sagt, okay, ich sitze da 8 bis 10 Stunden jeden Tag drauf. Was ist denn eigentlich der Cost per Use, wenn das Produkt 1.000 Euro kostet oder wenn das Produkt 200 Euro kostet? Ich benutze es jeden Tag 8 Stunden. Es kann ruhig auch, durchaus auch teuer sein. Oder eine Brille. Ich weiß, viele lieben den Vielmann-Deal und totally makes sense, aber auch die Brille, die hast du jeden Tag, den ganzen Tag auf. Warum suchst du dir nicht haargenau die Brille aus, die du eigentlich haben willst? Ja, oder halt direkt Augen lasern lassen, ne? Oder direkt Augen lasern lassen, das habe ich jetzt gemacht und Jan auch. Und das war sicherlich mit Abstand für mich, meiner Meinung nach, eine der besten Investitionen, die ich jemals gemacht habe. Ja. In meine private Happiness sozusagen. Miele statt Gorenje, genau, kann auch ein guter, ist sicherlich auch ein gutes Beispiel. Mein Miele Geschirrspüler ist 14 Jahre alt oder so. Das ist schon gut, ja. To be fair, das ist nicht meiner sozusagen, der wurde einfach übernommen in der Wohnung. Aber finde ich trotzdem cool. Und dann reparierst du ihn, dann geht er mal kaputt, dann reparierst du ihn halt für 200 Euro und dann hält er nochmal 5, 6, 7, 8, 9 Jahre. Ja. Kurze Frage hier, weil es immer wieder aufkommt bei dem Thema Augenlasern, so grobe Richtung kostet? Also da, wo ich es habe machen lassen, 2.500 so für beide. Und also das ist ein super Deal gewesen. Ja, das ist hier CareVision in Berlin. Also ich habe da jetzt auch nichts von, wenn ich das empfehle, aber die sind relativ groß, die gibt es auch in anderen Städten. Und ich hatte mir da überlegt, so in Berlin gibt es ja so ein paar Ärzte, die das machen. Und ich bin auch zu einem der ganz Großen gegangen, weil ich mir dachte, das ist ja eigentlich ein Handwerk. So, je öfter die das machen, klar, desto besser. Das muss gar nicht der tolle Arzt sein, sozusagen, so der das vielleicht nur, weiß ich nicht, 10-mal die Woche macht. Mhm. Sondern ich will eigentlich zu dem Handwerker, der sein Fach perfekt gelernt hat und der das im FF um Schlafen machen kann. Ja. Wobei es mir ein bisschen Sorgen gemacht hatte, als das Ding dann auf dem Auge war und dann die Ärzte meinte, sie haben aber tief Augen. Ja, das habe ich aber auch. Das musste schon sehr, sehr geklammert werden. Ja, ja. Aber das ist dieser Irrglaube, dass Chefarztbehandlung immer von Vorteil ist, ne? Also wie oft macht der Chefarzt im Zweifel noch eine OP selber? Nee, das Ding, der Chefarzt ist da ja ohnehin die Maschine, die da über dein Auge gefahren wird. So. Ja, ja, also gut, in dem speziellen Fall. Vor- und Nachsorge, Aufklärung, alles cool, aber letztlich der Eingriff an sich, der findet von einem Roboter statt. Und da ich tatsächlich im Nachhinein Komplikationen hatte, muss ich sagen, war ich dann doch ganz froh, das eigentlich in Deutschland gemacht zu haben. Ebenso. Weil ich mir da dachte dann so, ich kann schon gutes Englisch, aber jetzt so deine genauen Probleme auf Englisch mit unscharf und, keine Ahnung, funkeln und dies und das, war schon ganz nett, ja, das auf Deutsch zu können. Und das dann wiederum vielleicht so in den typischen Ländern, wo man sonst hingehen würde, das wäre ja dann auch kein englischsprachiges Land. Das wäre ja dann im Zweifelsfall die Türkei oder vielleicht noch Ungarn oder so. Da ist ja dann die doppelte Sprachbarriere. Ja, genau, da hast du doppelte Sprachbarriere, wo beide nicht nativ sind. Axalait sagt Ungarn oder Slowakei 600 Euro für ein Auge, aber das ist für ein komplett neues dann. Das die beiden, Cyberpunk, die beiden Regen vom Lasern. Also 1200 gegen 2500 in Deutschland. Ja. Mir fällt gerade ein, meins war teurer, weil ich diese Relax-Methode hatte. Du hast wahrscheinlich LASIK, ne? Bei mir ging nur PRK-LASIK. Okay. Das ist die günstigste tatsächlich. Ja, wo die meine Hornhaut ist zu dünn. Ich konnte nur die PLEP-Variante. Ja, aber ist ja auch die meistgenutzte sozusagen und da kannst du halt die höchste Stärke mit korrigieren. Ja, aber es dauert halt sehr lange, bis es wieder nachgeheilt ist. Ne? Also bei von manch anderen habe ich halt gehört, ich glaube bei dir war es auch so, du konntest irgendwie direkt am nächsten Tag scharf sehen oder so. Ja, sofort. Ja, guck mal, ich konnte 2 Wochen einfach gar nichts sehen. Oh. Und dann war Black Friday und ich so 5 cm vom Monitor. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Black Friday, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Jan, in Anbetracht der Podcast-Zuhörer. Ja, sorry, wir schweifen vom Thema ab. Wollen wir das Thema Creator-Programm ganz kurz abschließen. Wir können ja dann gleich noch auf ein paar Fragen vom Twitch-Chat eingehen, aber nur, dass ihr wisst, okay, an der Stelle. Genau, dass wir vielleicht nochmal zusammenfassen, wann geht es ungefähr los? Ja, ne? Also Im Juli starten wir das Creator-Programm und gemeinsam mit dem Creator-Programm gehen dann auch die Werbebanner live und das Ganze wird erstmal eine Early-Access-Phase sein, das heißt, ihr müsst selbstständig sein oder ein Unternehmen haben, um daran teilzunehmen. Ihr müsst mindestens im Platinum-Status und noch 2, 3 weitere kleinere Hürden erfüllen, um daran euch zu bewerben. Und genau, und wir gucken uns das an. Wir werden mittelfristig aber dafür sorgen, dass auch Privatpersonen ohne Unternehmen daran teilhaben können.
Und ja, ich hoffe, dass es so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es meistens nicht so klappt, wie man sich es einfach vorstellt. Dementsprechend werden wir jetzt sicherlich nochmal rechts und links an den Schrauben drehen müssen. Und ich bitte wie immer um sozusagen ein bisschen Nachsicht und nicht immer das vielleicht das Negative zu sehen, sondern vielleicht auch die positive Entwicklung dahinter zumindest im Kopf zu haben. Natürlich sind wir weiterhin für Kritik offen und wir werden alle Kommentare, alle Kritik aufnehmen. Und solange da nicht drinsteht, ihr blöden Arschlöcher. Ne? Also ja. Leute, verpackt es vernünftig, dann bleibt auch jede Kritik stehen. Ja. Wenn alle lieb sind, gibt es dann auch noch einen Dark Mode vor 2025. Ja. Okay, also. Ihr habt's gehört. Ich glaub's immer noch nicht, aber es wurde jetzt hier nochmal von zwei Seiten bestätigt. Okay, dann schließen wir den Podcast zumindest. Ganz und, genau. Und machen jetzt noch ein paar Premium-Fragen aus dem Chat. Letzte Wort hat Jan. Ja, vielen Dank fürs Zuhören möchte ich an der Stelle einmal nach draußen schicken und natürlich vielen Dank an Fabian, der wirklich super spontan vorbeigekommen ist. Ich bin einfach gestern rübergegangen und habe gefragt, sag mal Fabian, wie ist denn das, können wir morgen aufnehmen? Und er so, Moment, lass mich mal meinen Terminkalender checken. Ja, machen wir. Na, also das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, insofern vielen Dank dafür. Dankeschön. So, und da bin ich nochmal kurz zum Ende des Videos und ich muss sagen, das war mir jetzt tatsächlich persönlich wichtig, dass ich nicht einfach nur der Übersetzer bin, der euch das jetzt in kondensierter Form zusammenfasst und dann irgendwelche Teilaspekte vielleicht nicht berücksichtigt, weil ich mir schlichtweg diese Sachen nicht ausgedacht habe. Ich würde behaupten, Fabian hat jetzt mehr als detailliert die ganze Motivation dargelegt, also was ist überhaupt der Auslöser gewesen, dass wir von unserer ursprünglichen Linie dann doch abgewichen sind und zwar relativ stark abgewichen sind, aber warum ist das, wenn man die Vorteile betrachtet, die potenziellen, möglicherweise auch gar keine schlechte Entwicklung. Natürlich sei euch eure eigene Meinung trotzdem belassen. Das heißt, schreibt gerne entweder hier unten in die Kommentare oder gerne auch auf einer eventuellen Diskussion, die mit Sicherheit noch folgen wird, auf MyDeals, was ihr von der Sache haltet, was eure Befürchtungen sind, was vielleicht auch eure Hoffnungen sind zu dem Programm. Denn wir sind da natürlich ein bisschen flexibel, da auch noch Anpassungen vorzunehmen. Aber für den Moment soll es das jetzt, glaube ich, erstmal sein. Das war auch schon so lang genug. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, denn ich muss gestehen, auch intern ist das nicht immer so einfach, auch solche Videos hier durchzukriegen, weil die sich halt eher nur an unsere loyalen Nutzer richten und nicht irgendwie an die Leute von außerhalb. Deswegen würde ich mich freuen, wenn das dann auch ein bisschen honoriert wird und ja, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren sollte, glaube ich, sowieso selbstverständlich sein.